Manchmal kann ich ja schon die Wut bekommen. Die meisten Menschen strengen sich an, damit das Leben gelingt und wieder besser werden kann. Aber dann gibt es ein paar Verräter in der Menge. War damals beim ersten Abendmahl nicht anders. Da war auch so ein Verräter dabei. Und trotzdem durfte er mit am Tisch sitzen. Für unseren Gerechtigkeitssinn zwar total ungerecht, aber doch war er dabei. Und wie das geht? Durch eine Haltung, die das Wochenwort für heute uns aufträgt. Eingeladen, vergeben und vergessen. Am Tisch sind noch Plätze frei. Ehrlich, mir fällt das manchmal schwer. Aber auch wenn es schwer fällt, sollen wir vergeben. Und auch ehrlich, darauf hoffe ich dann auch, dass andere mir vergeben, wenn ich Mist gebaut habe. Also, auch wenn wir heute nicht an einem Tisch zusammensitzen können, lasst es uns in Gedanken tun. Mit denen zusammen, die wir mögen, und mit denen, bei denen es uns schwerfällt auch. Und wie sagen die Engländer, give it a go.